bin ich denn in Wirklichkeit hier? Das hat er an mir, Fritze. Hallo, hier ist KMFDM aus Hamburg. Keine Macht für deutsche Männer, ihr guckt Offbeat. Ja, wir gucken immer Offbeat. Und wir liefern den Sound. Keine Mehrheit für die Mitleid heißt eine Band aus Hamburg, die sitzt jetzt hier. Das ist Sascha und Enesh. Ist richtig? Das ist richtig. Wo hörst du denn das? Enesh ist doch toll, oder? Ja, ist toll. Tut Enesh, nee, ist was anderes. Das hat mit seiner Enesh-Vergangenheit zu tun. Enesh-Vergangenheit? Ja. Aha, seit wann gibt's euch? Als Band, als Gruppe? Ja, seit Anfang 85. Und wo ist eure musikalische Vergangenheit? Erzähl doch mal ein bisschen. Musikalische Vergangenheit? Tja, nein. Ich meine, in Hamburg bist du wahrscheinlich bekannt in Bunter Hund, aber außerhalb. Stimmt nicht, das stimmt nicht. Ja, ich bin Neu-Hamburger, seit 4 Jahren hier. Gott bewahre, dass ich hier aufgewachsen wäre. Ne? Ja, gut. Verschiedene kleine Punkbands, du weißt, ne? Der übliche Farz und so. Ne? Bis du dich dann irgendwie angekickt hast auf den richtigen Mist und so. Ne? Wie ist es zu der Gründung von dieser Formation gekommen? Was war der Auslöser? Außerdem allgemein Frust über die bestehende Musik. Frust? Wieso Frust? Nee, Quatsch, wir verstehen uns ganz gut, glaube ich. Ne? Gemixt von Adrian Sherwood, wie seid ihr denn an den rangekommen? Ja, das ist ein guter Freund von uns, der nette, liebe kleine Onkel in London. Nee, echt, jetzt kommen wir zu Storys. Natürlich, Mann. Wir haben ihn einfach gefragt und er mochte es. Ne? Und wir haben es gemacht mit ihm. Ne? Guter Tipp an alle anderen Bands, einfach mal hingehen zu so einem Typ, den man so ein bisschen immer in Idolnähe gerückt hat. Tja, warum denn einfach nicht? Du kannst es einfach versuchen. Wenn er drauf steht, ist es okay. Ja. Habt ihr sowas wie ein Konzept zusammen? Habt ihr sowas Fundamentalistisches? Kannst du das mal äußern? Fundamentalistisch weniger. Wir machen immer, was uns Spaß macht und knallen zusammen, was man immer schon gern gehört hat. Und das ist für einige Leute wohl immer noch neu. Ne? Uns gefällt es auf jeden Fall. Habt ihr irgendwie eine gemeinsame Inspirationsquelle? Ja, Platten von anderen Leuten. Sowohl als Ausgangsmaterial, als auch als Inspiration, als auch als Kick, so schlechthin. Truck, I'm 8 miles high, a ticket to ride.